Im heutigen Video geht es um Termumformungen. Ihr seht hier die Formel für die Spannung. Die Spannung ist der Widerstand mal die Stromstärke. Ich muss auf I auflösen, auf die Stromstärke. Wenn ich I alleine haben will, muss ich dieses R wegbringen. Das R bringe ich weg, indem ich das Gegenteil mache von dem, was hier steht. Ich muss also teilen. Also U geteilt durch R gibt I. Anstatt das geteilt durch Zeichen schreibe ich den Bruchstrich, das bedeutet das Gleiche und sieht wesentlich hübscher aus. Aufgabe 2. Flächeninhalt berechnet sich als Pi mal R Quadrat. Ich will auf R. Zuerst schaue ich, dass ich das Pi wegbekomme. Ich teile A durch Pi, dann habe ich R Quadrat. Eine weitere Termumformung, ich ziehe die Wurzel, dann habe ich die Wurzel von A über Pi gibt R. Hier möchte ich auf E kommen. Ihr erkennt, das ist die Formel für die Flächenberechnung des Rhombus. Ich bringe zuerst das 2 weg. 2 mal A gibt E mal F. Um auf E zu kommen, dividiere ich jetzt durch F. 2a über F ist E. Aufgabe, eine Volumenberechnung. Ich möchte auf A kommen. Zuerst, hier ist geteilt durch 3 mal 3, 3v gibt A hoch 2H. Ich bringe das H weg. 3V über H gibt A hoch 2. Jetzt wird der Platz ein bisschen eng. Ich muss jetzt die Wurzel ziehen. Das gibt Wurzel von 3V über H gibt A. Das wäre es auch schon wieder für heute. Allen einen wunderschönen Tag.